Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. World Surf League 2024, das Billabong Senoritas Open Pro begann in Punta Hermosa. Am Strand von Senoritas in Punta Hermosa begann an diesem Mittwoch das Billabong Senoritas Open Pro, eine Veranstaltung der World Surf League. Freier Eintritt. Diesen Mittwoch begann der Billabong Senoritas Open Pro, ein Wettbewerb der World Surf League, der bis zum 17. Februar am Strand von Senoritas in Punta Hermosa läuft. An dem Surfturnier nehmen verschiedene peruanische Vertreter teil, Referenzen des Sports wie Luca Mesinas, Sol Aguirre, Miguel Tudela und Arena Rodriguez, mit dabei waren auch Roberto Berdigao, WSL Tour Manager, Gabriel Phil-Aaron und Sebastian Rubio. Wir sind alle bereit, super vorbereitet, es kommen sehr gute Wellen für die Meisterschaft und wir werden Peru wie immer bestmöglich repräsentieren, erklärte Luca Mesinas, zweifache panamerikanische Meisterin, die zum zweiten Mal in Folge antreten wird, Zeit in der Präsentationskonferenz. Die Olympischen Spiele. Es kommen ziemlich viele Mädchen aus Brasilien, aus Ecuador, Argentinien und Chile, und ich denke, dass es ein super gutes Niveau für QS 1000 Punkte geben wird, sagte Sol Aguirre. World Surf League in Peru. Das Billabong Senoritas Open Pro ist das erste World Surf League Event der Saison 2024 in Südamerika. Die Tour umfasst Etappen des QS 1000 Qualifying Series und des JQS Pro Juniors und lässt die besten Surfer der Region in ihren männlichen und weiblichen Kategorien gegeneinander antreten. Das Open QS ist ein Datum der aktuellen Saison 2023 bis 2024, das der regionalen Rangliste, die im März endet, 1000 Punkte hinzufügt. Mittlerweile ist der Pro Junior die erste Station der regionalen Rennstrecke des Jahres und einer der wenigen Termine, die sich für die Weltmeisterschaft 2025 qualifizieren. Wir haben Junioren, Open, Männer und Frauen, wir haben einen Rekord an Anmeldungen und gute Surfer aus der gesamten Region, wir möchten Sie einladen, diese Show mit den Besten aus Südamerika zu genießen, erklärte Gabriel Phil-Aaron. Die Wettbewerbsrunden begannen am 14. Februar und der Eintritt ist für die Öffentlichkeit frei. Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar und abonnieren Sie uns, um weiter zu wachsen und uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok zu folgen. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.